Hallo, herzlich willkommen bei Leben mit Krebs. Let's talk about cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hatte die liebe Luise zu Gast. Diese bekam kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes mit 33 Jahren die Diagnose metastasiertes Analkarzinom, ausgelöst durch ein HPV-Virus. Ist wieder eine tiefgreifende Geschichte und eine so starke, beeindruckende und mutmachende Frau. Let's talk about cancer. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass wir leider technische Probleme hatten. Das heißt, am Ende der Aufnahme klingt es so, als würden wir uns die ganze Zeit ins Wort fallen. Dem ist nicht so. Es gab einfach Probleme bei der Technik. Ihr könnt die Inhalte trotzdem nachvollziehen und ich bitte um euer Verständnis. Danke. Hallo. Hallo Luise. Guten Morgen. Hörst du mich gut? Ich höre dich sehr gut. Und aha, du mich? Wunderbar. Ja, ich höre dich auch sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir beide eine gute WLAN-Verbindung. Dann dürfte nichts schief gehen. Sehr schön. Ja, denke ich auch. Ja, aktuell geht es mir gut, also relativ gut. Und jetzt läuft es ja auch wieder relativ normal an. Also ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen und ab nächster Woche wird mein großer Sohn auch jeden Tag in die Schule gehen. Ah. Und das ist für ihn gut, ja. Aber ich auch für mich, ne? Also das ist einfach, die Situation ist nochmal extremer bei uns als bei anderen. Ja, natürlich. Absolut, ja. Ich meine sowieso mit den Kindern daheim, die letzte Zeit jetzt, keine Frage. Ja, die Kinder sind total unausgelastet. Ja, total. Das ist für die eine wahnsinnige Quälerei, nicht spielen zu dürfen mit anderen Kindern. Genau, das ist alles, war alles nicht so einfach. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Also es war auch eine schöne Zeit, ich will das jetzt gar nicht so schlecht machen. Das ist ja auch irgendwie mal was anderes, wenn man sich nur auf sich besinnen muss und nochmal sich neu sortiert. Aber insgesamt hat es jetzt auch gereicht. Ja, absolut. Ja. Das geht, glaube ich, jedem so. Das ist, glaube ich, auch ganz normal und menschlich. Ja, denke ich auch. Und das passt jetzt einfach wieder. Jetzt schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Genau. Also ich kann auch nur sagen, nur abwarten. Wir müssen ja besonders aufpassen. Genau. Und ich bin auf jeden Fall für Lockerungen, aber ich halte mich noch sehr zurück. Aber ich hab nur in Anführungsstrichen ein Kind. Ich meine, ich kann sie nicht vor allen fernhalten. Also nee. Ein gewisses Restrisiko haben wir. Ja. Aber wenn man die ganzen Ansteckungsraten in Bezug auf die Gesamteinwohnerzahl bezieht, weiß ich gar nicht, ob das alles so wild ist. Es ist relativ, aber keine Ahnung. Das stimmt schon. Ich denke im Moment, also wenn man es jetzt nicht wagt, wann dann? Ja, genau. Also das kann ja nur schlechter werden eigentlich. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ist ja. Ja, dann steigen wir mal ein, gell? Ja. Wie immer, ich weiß ja nicht viel. Ja. Also ich glaube, das steht an. Also ich weiß deine Diagnose, wobei die sagt mir nicht viel. Am besten, du erzählst einfach von dir. Genau. Ja, also ich bin Luise, ich bin jetzt mittlerweile 35. Ich bin eigentlich Zahnärztin. Okay. Und habe das auch gerne gemacht. Werde das auch hoffentlich bald wieder machen. Mhm. Habe 3 Kinder, die sind 2, 4 und 6, bin schon 10 Jahre verheiratet, schon 19 Jahre mit meinem Mann zusammen. Das ist insofern relevant, weil es so ein bisschen auch in die Diagnose einspielt. Also es ist so, dass ich ein sogenanntes metastasiertes Analkarzinom habe, ausgelöst durch HPV. HPV ist das humane Papillomavirus, was, glaube ich, den meisten was sagt. Mhm. Da sind wir ja eigentlich mit durchseucht, beziehungsweise gibt es ja jetzt eine Impfung und ich bin aber gerade so an der Grenze, wo man noch nicht geimpft hat, beziehungsweise war ich schon zu alt. Ich war schon 19 oder 18 und man macht das idealerweise irgendwie vor dem ersten Geschlechtsverkehr und das hat sich jetzt auch geändert, aber damals war das so. Ja. Und ja, ich habe ganz normal studiert, alles ganz normal, und dann habe ich mein drittes Kind bekommen im Januar 18. Ja. Und dann ging es mir irgendwie immer schlechter und alle haben gedacht, naja, es hat die halt ein drittes Kind, das ist halt wahnsinnig anstrengend und baut ab. Ja. Und das war halt nicht so. Es war halt so, ich hatte irgendwann rektale Blutungen, einfach Gewichtsverlust extrem, das so schnell. Ne? Also ich habe quasi nur 9 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft und irgendwie nach 2 Monaten hatte ich die schon wieder weg. Habe voll gestillt. Also ich war einfach wirklich am Limit und bin dann erstmal zum Arzt gegangen und der hat gesagt, ja, ich hätte irgendwie eine Darmentzündung. Ich sage, naja, wo soll ich die denn herhaben? Ja gut, hat er mir ein Mittel gegeben, das habe ich dann 2 Wochen ausprobiert, ist aber nicht besser geworden und dann hat er mich zur Darmspiegelung geschickt. Mhm. Und dann war ich eigentlich noch, also ich bin so ein Mensch, ich denke nie das Schlechte, ich denke immer das Gute. Ich bin immer positiv, immer Optimist gewesen, immer. Und ich habe das wirklich nicht erwartet.
Und ich muss noch was Kleines einfügen. Ich war 2017 kurz vor meiner dritten Schwangerschaft beim Arzt, weil ich sowas getastet hatte. Und dann meinte der, nee, das ist nichts, das ist irgendwie eine Rektozele. Das ist so eine Ausbuchtung vom Darm. Und wahrscheinlich war das schon ein Tumor. Ja. Also deswegen, war blöd gelaufen. Naja, und dann bin ich aufgewacht und dann sagte die Arzthelferin zu mir, was man ja eigentlich niemals macht, ich bin ja auch vom Fach, ja, der Arzt, der spricht gleich mit Ihnen, aber es sieht nicht gut aus. Mhm. Ne? Und ich dachte nur so, okay, was kommt denn jetzt? Mhm. Und dann komme ich beim Arzt rein und dann sagt er, ja, es tut mir wahnsinnig leid, Sie haben einen 4 cm großen Tumor am anorektalen Übergang, also sprich kurz vorm Ausgang, irgendwo im Enddarm. Und ich weiß, es wird eine ganz, ganz schlimme Zeit werden. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre Kontinenz behalten können. Also Sie werden wahrscheinlich Bestrahlung brauchen, Chemotherapien und so weiter. So hat er gleich mit dir gesprochen. Knallhart. Ja, möglicherweise aber auch, weil ich Kollegin bin. Ne? Also das ist halt, ja, wollte ich gerade sagen, du bist Ärztin. Ich bin Zahnärztin, aber ich verstehe natürlich mehr vielleicht als der Durchschnitt. Auf jeden Fall. Ich meine, du hast eine Und dann saß ich da, habe aus dem Fenster rausgeguckt. Und das lief alles so wie so ein Film. Ich dachte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe doch gerade ein Kind. Es ist so klein. Und ich habe dann nur geweint. War auch noch alleine da, weil ich dachte, das wäre so eine Routine-Sache. Ich habe niemanden mitgenommen. Bin dann nach Hause und ich muss dazu sagen, ich bin in einer Arztfamilie groß geworden. Meine Mutter ist Ärztin, mein Stiefvater, meine Schwester, mein Mann, es sind alles Ärzte. Und dann bringe ich halt diesen Vorbefund mit und alle so, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein. Also das steht ja auch nicht die Diagnose, sondern einfach nur, was er gesehen hat, ne, Tumor. Und dann ging halt das Geratter los, dann musste ich ins MRT, um halt zu schauen, ist das das Einzige, was ist das eigentlich? Dann wurde noch eine Biopsie genommen und da kam halt eigentlich nur raus, ja, positiv für P40. Das ist so ein besonderes Enzym und das ist halt, wenn man eine HPV-Infektion hat. Und dann lichtete sich das immer mehr und lichtete, was das wohl ist. Und dann war ich halt im MRT und dann kam ich wieder zum Arzt und der Arzt schaute mich schon so an und ich wusste, es ist nicht gut. Und er meinte, ja, es tut mir total leid, ich weiß nicht, was Sie haben. Sie haben irgendwie in Ihrem Bauch ganz viele Raumforderungen, also Metastasen. Die gehen vom Eierstock, also auf der Höhe des Eierstocks 9 cm, dann hinten runter, also das ganze Becken voll. Ja, und ich habe ihn dann nur gefragt, ja, wie, habe ich jetzt einen Eierstockkrebs oder wie? Und er meinte, ich weiß es nicht, was Sie haben. Sie müssen jetzt in die Uniklinik, in die Tumorambulanz, da müssen sich das die Spezialisten anschauen. Mein Gott, mit drei Kindern, fast frisch geboren, hast du während der Schwangerschaft auch nicht irgendwie ausgewiesen? Also das Problem ist halt, ich hätte wahrscheinlich was merken können, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre, aber so ein Druck nach unten von dem Tumor, das habe ich einfach nicht mit einem Tumor assoziiert, sondern mit einem Kind. Also, dass das Kind da ist. Ja, es ist so unwahrscheinlich. Also, wie gesagt, also die Chance, sowas zu haben wie ich, liegt bei 0,1%. Also, das ist einfach. Das ist auch noch. Naja, und dann war ich in der Uniklinik und dann habe ich dann gleich den Oberarzt. Also, man trifft dann halt gleich direkt die ganz großen Spezialisten, weil, wenn es sowas ganz Ungewöhnliches ist. Und der hat mich dann auch nochmal untersucht und ich habe ihn dann ganz klar gefragt: So, ja, komme ich da wieder raus? Und er guckte mich an und sagte: Ja. Sie kommen da wieder raus, aber wir müssen jetzt gucken, was wir machen. Weil die Diagnosestellung, es war immer noch nicht so richtig klar, was ich eigentlich habe. Also Verdacht stand, halt Analkarzinom klingt irgendwie so, als ob das am Ausgang ist, ist es aber nicht, sondern es war im Darm drin, quasi wie ein Darmtumor, also wie ein Darmkrebs, so ganz untypisch. Ja. Deswegen hat man den auch nicht entdeckt, weil der ganz fies in der Schleimhaut war. Also den konnte man nicht sehen. Naja, und dann haben sie sich überlegt, dann machen wir jetzt eine OP. Wir machen eine sogenannte Laparotomie. Wir machen den Bauch auf, holen alle Lymphknoten raus, die wir rauskriegen können. Einerseits, um die Tumorlast zu senken und dann aber auch, um halt festzustellen, was hat denn die Frau eigentlich? Weil darauf fußt dann auch die Therapie. Dann hatte ich diese OP, die war schrecklich. Also ich bin wirklich keine Mimöschen. Also ich habe keine Angst davor oder bin besonders schmerzempfindlich. Das war sehr schlimm. Lag dann da platt, und dann kam nach einer Woche die Diagnose, also wirklich Metastasen und wirklich ein HPV-induzierter Tumor durch HPV-16. Boah. Ja, und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich zu kriegen, weil die meisten Leute, die eine HPV-Infektion haben, das kriegt der Körper halt irgendwie hin. Ne? Das ist halt aus und den Tumor, den ich habe, den haben meistens Leute über 60, meistens Homosexuelle, weil es einfach... Ne? Der Weg dahin,
So, und ja, die Frage, warum ich es habe, kann mir auch keiner sagen. Das wissen wir nicht. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Naja, und dann war, was machen wir? Ja, dann hieß es Radiochemotherapie. Radiochemo ist halt eine Chemotherapie. Ich habe und Bestrahlung gleichzeitig. Genau, das war dann 6 Wochen lang. Ich habe das relativ gut vertragen. Also ich bin da immer hin, habe mich da bestrahlen lassen, bin wieder nach Hause, habe halt die Kinder betreut, alles weiterhin. Krass. Habe meine Mutter natürlich gehabt, aber ich habe es irgendwie durchgezogen. Also ich weiß nicht mehr genau, wie das gegangen ist, weil ich natürlich auch sehr müde war. Und jeder, der mal eine Bestrahlung hatte, weiß, dass man da unheimlich müde ist von. Ne? Ja, also man, es ist ja unter normalen Umständen schwierig, aber deine Kinder, wie alt waren die denn? Also das Baby war 6 Monate, oder? Der kleine mittlere war 2 und der andere war 4. Und die waren Kita, Tagesmutter und die kleine war halt viel bei meiner Mutter und bei meinem Vater. Musste die halt noch schnell abstillen, das war auch sehr traumatisch für mich. Ja, ja, also ich hatte natürlich Hilfe, ne? Aber es war, ich war trotzdem nachts, also ich bin immer nachts aufgestanden. Mein Mann ist Arzt, ne? Der kann auch nicht da irgendwie sich die Nächte um die Ohren schlagen, wenn er dann am nächsten Tag die Patienten vor sich hat. Also es war einfach insgesamt super schwierig. Dann war es noch 6 Wochen vorbei und dann im August 18 hatte ich dann das erste MRT-CT und es sah auch alles gut aus. Also alles rückläufig. Der Tumor war eigentlich so gut, wie man das sehen konnte, nur eine Narbe. Also das geht ja nie ganz weg, ne? Wenn man bestrahlt, da ist ja, sieht man das im MRT nicht so richtig. Ja. Ja, und ich habe mich dann davon eigentlich dann ganz gut erholt, habe das versucht so zu verarbeiten. Ich meine, jeder, der Krebs hat, weißt du ja selbst, ne, dass man irgendwie das damit leben muss. Ja. Darf ich mal fragen, hattest du überhaupt Zeit, in Anführungsstrichen psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen? Ja. Oder irgendwie, wie hast du das für dich verarbeitet? Also relativ schnell einen Psycho-Onkologen aufgesucht, der tatsächlich mich besucht hat, auch schon direkt in der Klinik. Das ist in Köln relativ gut. Und dann habe ich ganz viel mit dem geredet, also mit dem rede ich jetzt auch noch. Und das hat mir echt gut geholfen. Ich habe zwar viele Freundinnen und Eltern, aber es ist ja trotzdem noch was anderes, wenn man das so jemandem erzählen kann, der einen nicht gut kennt. Ne? Und einfach, der sich das so anhört. Naja, und dann bin ich in Kur gefahren mit den Kindern, in diese Mutter-Kind-Kur nach Bad Oeynhausen. Das war auch ganz gut. Wobei ich es jetzt nicht nochmal machen würde, weil man einfach so krass konfrontiert wird mit anderen Schicksalen. Ja. Und ich, 3 von den Müttern sind jetzt auch schon tot. Deswegen, also ich kann mir das nicht nochmal geben. Es ist einfach zu hart. Ja, gut, dass ich keine Reaktion habe. Also wie gesagt, so für mich war es, für den Körper war es gut. Für die Kinder war es, glaube ich, auch gut, mit mir so eine intensive Zeit zu haben. Aber insgesamt muss ich das nicht nochmal machen. Obwohl ich das jetzt nochmal machen könnte. Naja, und dann muss ich ja wie andere auch alle 3 Monate ins MRT. Und dann war ich im Februar 19 im MRT und das war kurz, hier feiern ja in Köln richtig, richtig Karneval. Karneval, ja. Und das war ein Tag vor Weiberfastnacht und ich bin halt da rein und dachte so, naja gut, wird schon alles gut sein, was soll da sein? Und ich hatte aber irgendwie kein gutes Gefühl, ich weiß nicht, so ein unspezifisches Gefühl. Und einen Tag nach Karneval habe ich dann mal den Befund bekommen und hatte dann erneut an anderer Stelle, also am Hals, im Abdomen, bis zum Hals oben, Lymphknotenmetastasen, ungefähr 30 Stück. Ja, also das hieß, von einem Tag auf den anderen war ich ein Stadium 4 Patient, also Fernmetastasen, zwar nicht im Organ, aber lymphogen. Ja. Ganz kurz, die haben sich innerhalb von 3 Monaten gebildet. Wahnsinnig schneller Progress. Genau, unheimlich schnell, weil im November war alles gut und im Februar war ich voller Metastasen. Und das war wirklich so, es waren nicht 1, 2, das waren wirklich bestimmt 30. Boah. Ja, und dann war die Guta-Rat teuer, weil dieses Stadium, was ich jetzt erreicht habe, das erreichen ganz, ganz wenig bei der Erkrankung. Also die meisten, da wird es so früh entdeckt. Der Tumor ist da, der Tumor wird irgendwie rausgeschnitten oder bestrahlt und dann ist gut. Ne? Also, und die Prognose ist an sich für diese Art von Erkrankung relativ gut, weil man es relativ früh entdeckt. Und ich habe halt leider das Pech, dass man das nicht früh entdeckt hat und dass es einfach schon so weit fortgeschritten war bei der Erstdiagnose. Naja, und dann hatte ich halt diese Metastasen und wie gesagt, wir sind eine Arztfamilie und das rattert und rattert und die Mechanismen sind relativ schnell, weil wir auch viele Leute kennen. Ja. Und dann war ich halt von einem Tag auf den anderen wieder in der Strahlentherapie und beim Onkologen und dann hat der Onkologe gesagt, naja, Sie haben das so gut vertragen, diese Radiochemotherapie, wir wagen es, wir machen es nochmal.
Wir bestrahlen sie nochmal am Hals, am Abdomen, aber das ist eine große Strahlenbelastung. Wir wissen nicht, wie sich das auswirkt. Wir wissen auch nicht, ob das jetzt mutiert ist, ob das überhaupt noch wirkt. Okay, hast du dich in der Uniklinik auch bestrahlen lassen? Ja, ich bin in der Uniklinik in Köln. Genau, die sind da, die sind sehr, sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Habe eine tolle Oberärztin gehabt, die sich mir angenommen hat. Und das ging alles sehr, sehr schnell. Ich habe dann irgendwie 3 Tage später schon den Port gehabt. Also diesmal habe ich einen Port bekommen, weil die halt nicht wussten, ob das wirkt. Und wenn nicht, dann hätte ich halt noch irgendwie irgendeine Chemo bekommen. Das Problem am HPV-Tumor ist, da kannst du draufgeben, was du willst. Da kannst du Cisplatin, da kann man alles geben. Das wird nie verschwinden. Deswegen war eigentlich die Hoffnung bestrahlen, weil dieser Tumor so strahlensensibel ist. Also alles geben, alles drauf, habe ich wieder gemacht. Und war im Mai 19 dann irgendwann fertig. Habe dann meine normale Nachsorge gemacht von der Tumorstelle, da musste ich ja auch noch hin. Und nur eine Woche nach Ende der Bestrahlung, kriege ich dann den Anruf von meinem Arzt. Der hat wieder eine Probe genommen, meinte, Frau Luise, du hast wieder einen Tumor. Also da ist was übrig geblieben wahrscheinlich. Ja. Der war nicht strahlensensibel genug. Und du hast wieder einen Tumor. Ich wieder in die Uniklinik, weil eigentlich, wenn man ein Rezidiv hat in dem Fall, bekommt man direkt einen künstlichen Darmausgang. Der gesamte Enddarm wird entnommen. Und man kriegt einen Anus Preta, um halt das zu therapieren. Bei mir war aber das Problem, ich war ja schon so metastasiert, dass man quasi die Metastasen gar nicht mehr verhindern konnte. Und die Morbidität so einer OP ist nicht ohne, ne? Das ist ein Rieseneingriff. Ja. Und was ist denn, wenn ich dann wieder Metastasen kriege und ich bin noch so platt von dieser OP und ich kann nicht behandelt werden? Ja. Also haben sie sich überlegt, wir versuchen das lokal rauszuschneiden mit so einer ganz speziellen OP. Das können auch nur ganz wenige. Das wurde dann im Juni, also ungefähr vor einem Jahr, wurde das gemacht. Und das war auch gerade recht anstrengend, aber es hat gut geklappt. Dachte ich jedenfalls. Ja. Da wurde ja dann eine Pathologie genommen und eine Woche quasi, nachdem ich im Krankenhaus war, kriege ich den Anruf, der Tumor ist zwar raus, aber der Rand ist nicht frei. Also das ist ein R1-Status und kein R0, wenn dir das was sagt. Also das ist einfach ein Pathologiebegriff. Ne? Also man schneidet nicht so ganz. Also ich kenne zwar die Stahl. Also da ist was übrig geblieben. Genau, also die konnten nicht alles rausholen. Und dann guckt der Pathologe, ist denn der Rand gesund? Und wenn der Rand nicht gesund ist, dann nennt man das R1. Okay. So, ich völlig verzweifelt natürlich. Dachte, was soll ich eigentlich noch aushalten alles? Chef bin jetzt schon durch. Da in diesen Laden, weil der Oberarzt hat sich mal wieder verleugnen lassen. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Ne? Eine Uniklinik ist ja so eine Maschine. Und man kommt ja nicht an die Leute dran. Und dann bin ich halt zu der Chefärztin. Ja. Und die hat ihn dann angerufen. Und dann hatte ich direkt ein Gespräch. Und dann meine ich so, wissen Sie, ich will mich hier überhaupt nicht so, ich bin ja nicht die einzige Patientin, das ist mir klar. Aber wissen Sie, das ist eine Katastrophe. Was machen wir denn jetzt? Ne? Also können Sie das nochmal resizieren? Ja. Können Sie das nochmal machen? Und er so, ja, ich kann das nochmal machen. Hatte ich 4 Wochen später noch eine OP. Und die ist dann aber gut ausgegangen. Dann war er null. Und es sah alles wieder gut aus. Ich habe mich davon gut erholt. Also tumorfrei, alles gut. Bin in den Urlaub gefahren. Das war dann im Juli. Komme nach Hause, hatte im August Nachsorge. Gehe ins CT, ins MRT. Ich kriege gesagt, es ist alles gut. Ja. Ich habe immer so tagelang MRTs, weil die den ganzen Körper durchscreenen. Ja. Komm da hin und dann sagt die Helferin zu mir, der Oberarzt will noch mal kurz mit Ihnen sprechen. Da habe ich gedacht, okay, das kann nichts Gutes heißen, wenn der Oberarzt mit einem sprechen will. Warum soll der mit mir sprechen? Der schreibt einen Befund und dann ist gut. Ja, eben, also das ist ja das. Ich komme da rein, hat ja schon mein CT aufgemacht und sagt mir, ich habe mir jetzt noch mal alle Bilder angeguckt seit letztem Jahr und leider, und ich weiß nicht, gucken Sie mal, das sehen Sie selber, hier am Thorax, also am Oberkörper, also entlang des Lymphstrangs, also nicht in der Lunge, ne, sondern quasi neben der Lunge, ist ja so ein Lymphstrang. Und der bringt ja die Lymphe vom Bauch in den Hals. Und deswegen habe ich ja im Hals Metastasen gehabt. Sie haben jetzt auch noch metastatisches Gewebe am Ductus thoracicus am Thorax.
Oh. Ja, und dann habe ich den angeguckt, ja, und jetzt? Und dann meinte er, naja, ich habe schon den Chef angerufen hier. Es ist ja die einzige Stelle, wo sie nicht bestrahlt wurden. Ich denke, dass sie das nochmal machen werden. Okay, ich dann wieder in die Strahlentherapie. Okay. Ich kann nicht das nochmal bestrahlen. Und sie so, ja, total ungern. Wahrscheinlich machen wir jetzt Cyberknife. Das ist so eine punktuelle Bestrahlung von Metastasen. Haben sie dann doch nicht gemacht, ja, weil es nicht ging, weil das zu lang war. Also ich habe quasi wie so eine, ich nenne das immer, Entschuldigung, Kackspur. Weil das waren keine richtigen Lymphknoten, ja, sondern so richtig so wie so eine Strecke. Also einfach wie so metastatisches Gewebe entlang des Oberkörpers. Ne? Ja, dann hatte ich wieder Wahnsinn. 6 Wochen Bestrahlung und Chemo. Aber diesmal waren meine Werte so schlecht, dass ich nur noch eine Tablettenchemo kriegen konnte. Also das heißt nur noch, ne? Ich konnte das nicht mehr IV kriegen, weil ich hatte so schlechte Leukozyten und Thrombozyten. Also das war nicht mehr vertretbar. Naja, das habe ich auch gemacht. Ich habe es auch irgendwie durchgestanden. Und dann sah das aber auch gut aus in der Nachsorge. Das ist jetzt auch tatsächlich weg. Also jetzt im letzten CT konnte man das gar nicht mehr sehen. Ja, und dann war ich im November im MRT. Und dann war das wieder so ein ganz komisches Gefühl, was ich hatte. Und dann rief der wieder an und sagte, ja, Frau, es tut mir so leid, aber Sie haben jetzt wieder, es sind zwar nur 5, 6, aber Sie haben jetzt Metastasen im alten bestrahlten Feld. Und wir können Sie dann nicht mehr bestrahlen. Ich sehe ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Und ich hatte mittlerweile auch Kontakte nach Heidelberg ins Tumorzentrum, die ja sehr gut sind und spezialisiert sind. Und dann habe ich mit dem da telefoniert und dann meinte er direkt, ja, dann machen Sie jetzt die Immuntherapie. Ja, Immuntherapie, ja, also das sagt dir wahrscheinlich ja auch was, ne? Also ging das auch wieder relativ schnell. Also dann war ich hier in der Sprechstunde und dann hat er halt gesagt, ja, wir können das machen. Es gibt halt fast keine Studien über die Tumorart, aber es gibt halt andere HPV-Tumore, also im Mund-Hals-Bereich vor allem, wo das eine gute Wirksamkeit zeigt. Ja, und jetzt kriege ich seit Dezember einen Stoff, der heißt Pembrolizumab. Den gibt man auch bei Lungenkrebs zum Beispiel. Okay. Und bei Hirn oder was? Nee, noch bei anderen Sachen, auf jeden Fall beim Lungenkarzinom. Also das, okay, es gibt Immuntherapien, das weiß ich auch noch nicht so. Genau. Es gibt verschiedene Krebsarten. Okay, ich dachte immer, für jede Krebsart ist eine spezielle Immuntherapie. Ja, ist auch so, es gibt verschiedene Stoffe, verschiedene Krebsarten, aber es gibt auch so, wie heißt es, dass man das einfach ausprobiert bei anderen Krebsarten und dann ist das so off-label. Und bei mir ist das so. Bei mir ist das off-label und da musste ich auch diskutieren mit der Krankenkasse. Die haben das erstmal abgelehnt. Die meinten, ja, sie haben da noch gar keine normale Chemo gemacht. Und da habe ich dann geantwortet, ja, wenn ich jetzt eine normale Chemo mache, dann sterbe ich eher auch noch an den Nebenwirkungen, weil meine Werte, also mein Knochenmark von 3 Bestrahlungen ist so platt, weil da natürlich auch viel Knochen dazwischen ist. Ja. Ja, und dann hat mein Oberarzt aber nochmal dahingeschrieben und dann habe ich es jetzt letztlich genehmigt bekommen. Ich habe jetzt die 9. Dosis schon, also seit Dezember. Wie läuft das ab mit der Immuntherapie? Also in welchen Abständen? Ja, ist es ähnlich wie Chemo? Man muss oder alle 3 Wochen das dahin. Und es läuft so eine halbe Stunde durch. Relativ schnell. Ne? Chemos dauern, glaube ich, ja viel, viel länger, wenn man da hingeht. Ich gehe da in die Onkologie, in diese ambulante Tumortherapie, lasse mir das da durch den Port anhängen und gehe wieder nach Hause. Und ich hatte jetzt schon 2-mal quasi Bildgebung und es sieht toi, toi, toi gut aus. Also es ist nichts Neues. Das, was da war, ist unter 1 Zentimeter. Also die Lymphknoten sieht man noch, aber die sind unter 1 Zentimeter und alles, was unter 1 Zentimeter ist und nicht mehr so viel KM, also Kontrastmittel aufnimmt, da sagt man ja, geht man davon aus, dass es tumorfrei ist, aber wissen tut man es natürlich nicht. Nee, aber es schlägt an. Aber es schlägt und es gibt halt leider kein Ende dieser Therapie. Ne? Also quasi ja, Leben lang. Also dass es immer wie immer das unterdrückt oder dein Immunsystem halt aufbaut. Ja, das weiß man nicht so 100%. Ich möchte das jetzt nicht entscheiden müssen. Also ich will jetzt nicht der Arzt sein, der jetzt entscheidet, die kriegt das jetzt nicht mehr. Wer entscheidet das? Woran macht man das fest? Also die Ärztin hat halt gesagt, wenn 1 Jahr nichts Neues auftritt, dann könnte man vielleicht diese Intervalle ausdehnen. Sagen wir mal, ich komme dann alle 6 Wochen oder irgendwann komme ich nur noch einmal im Jahr oder ne, irgendwie sowas. Das ist ja eine Unterstützung des Immunsystems. Ja.
Aber man weiß ja nicht, wenn jetzt eine Zelle überleben würde, ne? Eine einzige reicht ja, dann geht es wieder los. Und, und dann, wenn man das dann abgesetzt hat, gibt es halt vielleicht auch das, die Gefahr, dass es dann nicht mehr wirkt. Ja. Das heißt dass wir haben jetzt keine, nicht gerade dafür große Möglichkeiten, was man da macht. Deswegen mache ich es jetzt. Auf der anderen Seite ist die Entwicklung schnell, aber du klingst unheimlich kraftvoll und du sagst selber, du bist ein sehr positiver Mensch. Und was du jetzt schon erzählt hast und mit deinen Kindern, also da fällt mir sowieso nichts mehr ein. Das ist ja der Wahnsinn. Also wie verträgst du die Immuntherapie? Ist die leichter zu vertragen? Wie machst du das alles? Das ist ja Wahnsinn. Augen zu und durch, oder? Ich habe letztens von gar nicht drüber nachdenken. Das klingt so blöd. Ich habe letztens so einen Spruch gelesen von so einer Verstorbenen, was auch so schade ist. Aber manchmal kann man nichts tun außer weiter. Und das stimmt so. Ich habe überhaupt keine Wahl. Und mein Antrieb sind natürlich, dass ich die Kinder aufwachsen sehen will, dass ich an diesem Mist nicht sterben will. Es ist einfach der größte. Es gibt dagegen eine Impfung, ja. Es gibt echt Leute, die dann diskutieren, warum sie ihr Kind impfen sollen. Und da kriege ich wirklich so einen Hass, weil es ist einfach nur ein richtig blödes Virus, was bei mir das ausgelöst hat. Und diese Immuntherapie vertrage ich mäßig, ehrlich gesagt. Also ich vertrage sie, ich bin davon nicht müde oder ich muss mich nicht übergeben, ich verliere keine Haare, aber sie geht halt unheimlich auf meinen Darm zum Beispiel. Also sie macht eine Entzündung in meinem Darm und ich nehme jetzt Cortison, weil das nicht mehr geht. Und es ist natürlich nicht das gleiche Leben, was ich früher gelebt habe. Ne? Also es ist einfach nicht mehr so. Ich versuche jeden Tag irgendwie so zu nehmen und hangel mich so von MRT zu MRT. Bin froh, dass die letzten zwei so gut waren. Das letzte Jahr war einfach nur ein Albtraum und hoffe, dass es einfach so bleibt. Bin einfach andererseits auch total dankbar, dass es mir so gut geht, weil wenn ich weiß ja, dass es auch noch viel schlimmer gehen könnte. Oder dass es auch viel schlimmer hätte ausgehen können. Und hätte ich das vor drei Jahren gehabt, hätte man mir nicht so helfen können. Das heißt, die Medizin ist ja in so einem Wandel. Genau. Ja, das geht jetzt ganz schnell. Das, mit Lungenkrebs genauso. Ja. Also meine Mutter ist ja auch dran gestorben. Und was jetzt da mit Immuntherapie mit der Tablettenform gibt, das gab es vor 10 Jahren noch nicht. Also, das ist unglaublich. Genau. Das ist der Segen der Medizin, weil ich sehe das auch sehr zweideutig. Also ich meine, ich habe ja eine Tochter, ich bin ja mit dem HPV-Impfung auch konfrontiert. Ja, und echt, vor allem, was ich eben meinte mit meinem Mann. Also ich war auch nie promiskuiert. Noch nie gewesen. Und der meinte der Arzt, nee, das ist auch nicht so. Da reicht ja auch einer, also eine Infektion. Und bei mir, also mein Immunsystem ist einfach nicht damit zurechtgekommen. Und ich war im Dezember, kurz vor dem Start der Immuntherapie, war ich auch noch in der Gynäkologie, weil ich dann auch noch außer der Reihe eine Konisation brauchte. Weil ich auch noch, also das ist so ein da schneidet man so einen Kegel aus, wenn man, ich hatte undefinierbare Zellen am Gebärmutterhals. Und dann kam danach heraus in der Pathologie, dass ich auch da kurz vorm Krebs war. Und ich war immer ach komm, hör auf. Immer in der Vorsorge bei der Gynäkologin und immer in der Nachsorge bei den Schwangerschaften. Und es war aber im Gebärmutterhals drin, also quasi da, wo man gar nicht reinguckt. Und es ist so wichtig, dass man irgendwie diese Abstriche macht und dass man da regelmäßig hingeht. Das kann einfach Leben retten und es ist für mich natürlich unfassbar, dass ich das an zwei Stellen haben soll. Ne? Aber ich hätte gerne nur dieses eine Problem. Wahnsinn. Das ist ja nichts dagegen, so eine kleine Konisation. Und das bringt manche Leute schon zum Zusammenbruch, ja, so eine Konisation wegen einem Papier. Also ich will nur sagen, wie du ja auch, das, was man irgendwie durchlebt oder das, was man aushalten muss, man wächst irgendwie damit. Ne? Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich das überhaupt mal aushalten kann, aber es bleibt mir ja nichts. Also was soll ich machen? Ne? Mich wundert es auch. Ich frage es mir immer auch. Es hat, glaube ich, auch vielleicht unbewusst mit deiner Lebenserfahrung zu tun. Irgendwas ist in dir drin, dass es eine Stärke gibt. Das können wir uns nicht erklären. Das geht immer irgendwie weiter. Ja. Und dann gerade bei Kindern ist es, glaube ich, sehr ausschlaggebend. Und ja, ich weiß auch nicht. Und wie ist dein Umfeld? Ich meine, unser Leben ist nicht mehr wie normal. Also ich meine, bei mir ist es immer ganz anders. Ich sehe ja noch recht gesund aus. Ich habe alle auch meine 3 Monate, wo ich meinen Kopf, MRT, habe ich zum ersten Mal eine Panikattacke bekommen. Ich schiebe es gerade. Ja. Ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Ne? Entweder man kriegt es verdrängt, das schaffe ich auch. Also wenn
jetzt hatte ich gerade die Bildgebung und dann ist es ja erst wieder im August und bis dahin schaffe ich das. Aber so kurz vorher ist es meistens ganz, ganz schlimm, weil mir dann wieder in den Kopf kommt, was jetzt alles wieder sein kann. Ne? Aber andererseits hilft das ja auch nicht. Ja, klar. Wenn man sie ganz, ja, ne, wenn man jetzt die ganze Zeit so Panik hat, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ne, also, ja, ja, klar. Vor allem aber das ist menschlich. Aber machst du mentales Training? Das klingt müsste blöd, ich machen, aber ich müsste viel machen echt, für mich. Ja, aber das, du mit deinen drei Kindern, ich meine, das ist ja noch... Ja, ich will das gar nicht ich immer so abtun, aber... Nee, ich weiß nicht, du bist der Hammer, aber ich... also man will das... Das ist ja auch ein Kind, was Aufmerksamkeit braucht. Aber jetzt hatten wir auch noch... Ja, gut. Ja, aber die ist 12, die ist schon eigenständig. Als ich diagnostizierte, war die 11 oder 11 und du hast kleine Kinder. Ja, natürlich. Du hattest ein Neugeborenes, du bist in einer ganz anderen Situation. Das Problem ist halt einfach, dass jetzt auch noch das Corona ist ja normal viel belastender. Und dass jetzt quasi ja die Zeit für mich quasi gegen Null ging. Und ich hatte ja, ich wollte am 20. April eigentlich anfangen mit dem Hamburger Modell und wollte eigentlich mal wieder so ein paar Stunden in der Woche in die Praxis gehen und was anderes machen und irgendwie diese Krankheit auch so ein bisschen hinten dran stellen. Ja, man definiert sich ja irgendwann nur noch darüber, dass man der Kranke ist. Und man schaut ja irgendwie so viel zurück. Ja. Ne? Also ich mache ganz viel, dadurch verarbeite ich auch ganz viel. Wenn ich so alte Posts sehe von einem Jahr oder von vor 2 Jahren und so, da verarbeite ich ganz viel drüber. Aber eigentlich ist es ja nicht so sinnvoll. Man sollte ja auch nach vorne schauen. Aber dann war halt die Frage, wie schlimm wird denn Corona für mich werden, wenn ich das bekomme? Das weiß ja keiner. Das weiß ja niemand. Ja. Und dann wurde das wieder zurückgestellt mit der Arbeit. Dann konnte ich ja auch nicht, wegen der Kinder. Wer betreut die Kinder? Ja, und deshalb habe ich dann das jetzt erstmal zurückgestellt. Jetzt läuft es ja langsam wieder an, aber jetzt ist ja auch der Sommer, jetzt sind dann die Ferien. Also jetzt brauche ich das auch nicht mehr machen. Ne? Jetzt schaue ich mal. Ja. Ja, wir müssen schauen, wenn nicht wissen, ob eine zweite Welle kommt. Ja, das ist ja Corona klar. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Wird auch nicht so realisiert in der Gesellschaft, weil ich verstehe das ja mit den Lockerungen und bin auch voll dafür. Aber ich erwarte nur den Minimum an Respekt, dass die Mindestabstand halten der anderen gegenüber. Ich verstehe es ja. Wenn ich gesund wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen, Mai, dann erwischt es mich, die Grippewelle, weißt. Aber das ist nicht in die Köpfe reinzukriegen. Das stimmt. Der Ego ist wieder sehr ausgeprägt. Das war mal ein bisschen... Und das ist das, was mich so schockiert und was mich dazu auch anhält, dass ich hier daheim mich mehr oder weniger einschüsse. Aber wenn ich schon im Wald gehe, spazieren, die Leute halten keinen Abstand. Ich spreche die Leute auch drauf an, die gucken mich an wie so ein kaputtes Auto. Ne? Ich sage, Entschuldigung, ich bin ein Risikopatient. Könnten Sie bitte den Mindestabstand einhalten? Und das kostet sehr viel Mut für mich. Jetzt ist es inzwischen mir schon egal, aber auch dann gucken die Leute nur doof. Also wir haben nicht nur mit unserer Krankheit zu tun, sondern auch... Ja, aber das kommt dann so on top. Wenn du dann sagst, du hast das vor einem Jahr oder vor einem Tag die Diagnose bekommen, dann schleppt man das ja jetzt schon Jahre mit. Und ich habe jetzt halt für mich gedacht, dieses Jahr gut, ich habe jetzt die Immuntherapie, aber es geht ja irgendwie bergauf. Und dann kam Corona. So, und dann, ne, und dann fällt einem das so auf den Kopf und dann denkt man sich, meine Güte, was kommt eigentlich noch alles? Aber es geht ja jetzt Stück für Stück. Vielleicht öffnet sich das alles wieder und ich habe die Hoffnung, dass hoffentlich ein Impfstoff gefunden wird und dass hoffentlich alles so stabil bleibt. Ne? Aber wissen, das ist halt das Gemeine, das sage ich auch immer zu allen. Natürlich kannst du auch vom Auto überfahren werden. Ja, dein Schicksal kennst du nicht. Aber dass du immer so ein Damoklesschwert über dir hängen hast. Das ist ja der Krebs, das ist immer über dir. So ist es. Das ist einfach so hart zu ertragen und so schwer zu ertragen. Das kann sich ein Gesunder einfach nicht vorstellen, wie das ist. Das wünsche ich auch niemandem. Ne? Nee. Das wünsche ich auch niemandem. Nee, diese Belastung. Eine immerwährende Belastung. Ne? Also immer die ganze Zeit. Und das ist einfach schlimm. Ja. 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 Wie geht denn dein Umfeld damit um? Also das ist ja auch so meine Lieblingsfrage, weil wo du es auch ansprichst, ich vermisse dann auch bei vielen dieses Mitgefühl, weil so, du wirst es sehr schön. Ich möchte natürlich auch nicht über die Krankheit nur reden. Ich nehme auch gerne am normalen Leben teil. Das ist auch total wichtig. Aber die Krankheit ist ein Teil von uns. Also da will man ja auch wahrgenommen werden. Nicht nur durch die Krankheit, aber so Mittelweg, weißt du? Ich sage immer, das ist so ein Mitgefühl. Mitleid hilft uns nicht weiter, aber so ein gewisses Mitgefühl. Das ist ein Teil von unserem Leben. Und wie ich frage, wie war dein Tag? Wie läuft's im Job?
fragt mich aber keiner, wie läuft es denn so bei dir? Weißt du, ich habe festgestellt, ich passe nicht immer so schön an und hier musst du ja immer stark sein. Und das ist ja mein Lieblingsspruch, positiv denken. Also ich weiß da schon ganz andere Dinge und ich beschäftige mich, ich sage ja, ich mache viel mit Mentaltraining. Und fragt mich aber auch keiner nach, weil ich auch sage, ich habe diese Stärke auch nicht nur, weil es so schön ist oder weil ich so bin. Also ich tue auch was dafür. Genau. Oder wir tun auch also was dafür, Umfeld, aber für uns. Also sie sind alle schon sehr empathisch, das kann ich nicht anders sagen. Also ich habe sehr, sehr gute Freunde, viele Ärzte. Also meine Mutter, meine Schwester oder mein Mann oder so oder meine engen Freunde, mein Vater, natürlich sind die alle sehr empathisch. Machen sich alle natürlich große Sorgen und aber so Fremde auch, also das ist halt der Standardsatz, den ich halt höre, ist, man sieht dir das gar nicht an. Ja, und da fühlt man sich immer so, als ob man sich irgendwie rechtfertigen muss. es stimmt, ich habe alle meine Haare noch, das ist alles richtig. Aber wenn man mich richtig kennt, sieht man mir das natürlich an, also davon mal abgesehen. Aber selbst wenn man das nicht ansieht, heißt es ja nicht, dass man nicht trotzdem darunter sehr leidet oder körperlich beeinträchtigt ist. Ne? Das ist halt so der Standardsatz. Aber ich erfahre insgesamt sehr viel Solidarität und sehr viel Empathie und so weiter. Und die meisten sind so, wie du jetzt reagierst und sagen, wie machst du das? Wie geht das? Und ich kriege aber auch ganz speziell oder ganz, ich kriege aber auch ganz richtige Hilfe. Ne? Also zum Beispiel meine Tochter geht jetzt in die Kita und hat jetzt bis zum Anfang der Ferien quasi den Platz von dem Kind einer Freundin, weil die sagt, wegen der Begrenzung in der Kita, ne, dass man nicht alle aufnehmen kann. Und die sagt halt ganz klar, du brauchst das dringender als ich. Ne, also ich erfahre schon sehr viel Freundlichkeit. Ja. Da bin ich auch echt sehr, sehr, sehr dankbar für. Also ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht. Ne? Also es sind wirklich alle, ich mag das eher nicht, wenn man mich nicht drauf anspricht, wenn man sich so gehemmt fühlt, also wenn man Angst hat davor. Oder wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich so, was sollst du sagen? Sag doch einfach, es tut dir leid. Da kommst du mir nicht zu nah. Ne? Ja, also das ist jetzt ein bisschen in unserer Gesellschaft, dass das Gegenüber oft Angst hat, dass sich zu öffnen oder ehrlich zu sein. Und ich finde, das ist genau falsch. Also interessanter Punkt, deswegen mache ich auch diesen Podcast. Das ist ein ganz großes gesellschaftliches Problem und ein Tabuthema. Und ich habe da auch mit einem Onkologen mal gesprochen, weil da habe ich mal eine Zeit lang so ein bisschen gezweifelt. Und er hat gesagt, wenn ich rausgehe, man erwarten kann ich nichts. Ich kann immer nur versuchen, den Leuten das nahezubringen. Ich weiß zum Beispiel, oder ein gutes Beispiel ist, ich habe zum Beispiel einen Klassenverteiler. Ja. Ich war gleich ganz offen mit der Krankheit, habe das Klassenverteiler, 26 Elternpaare. Wie krass. Drei oder vier haben reagiert. Das finde ich unglaublich. Nicht mal eine Stunde gleich. Ja, okay. Wie unglaublich. Die Leute können nicht damit umgehen. Und das ist echt, und das ist echt schockierend. Ja. Ich meine, ich bin da froh, dass ich so eine starke Persönlichkeit bin ich dann doch recht, aber ich sage, Leute, wir haben echt ein gesellschaftliches Problem. Ich meine, das war mir schon vorher klar, aber jetzt bin ich auch noch mittendrin in dieser Scheiße. Und mir und ich habe halt diesen Blog, so hatte ich ja schon vor meiner Erkrankung. Da habe ich aber nur so für Verwandte irgendwie mal Fotos hochgeladen. Ich versuche jetzt auch so ein bisschen die Kinder da so ein bisschen nicht dauernd irgendwie da rein zu machen, ne, sondern einfach wirklich das. Aber meine Kinder sind nun mal 90% meines Alltags und es sind halt auch viele Situationen, wo ich einfach wieder merke, was ich für ein Glück habe. Ja, also es gibt ja auch ganz viele Leute mit Krebs, vor allem junge Frauen, die noch vor der Kinderplanung sind. Und ich kann und ich kann keine Kinder mehr kriegen jetzt. Also ich bin jetzt in den Wechseljahren, weil ich alles verstrahlt habe. Und das ist auch noch so ein Punkt, natürlich eine Nebenwirkung und eine Langzeitfolge, unter der ich auch leide, weil nichts mehr so ist wie früher. Und das mit 35. Ne? Aber andererseits sehe ich auch all das, was ich habe. Und diese drei gesunden Kinder. Und deswegen ist das halt einfach auch ein Teil von mir, was ich irgendwie wo ich mich irgendwie mitteilen will. Aber dieser Blog hilft mir halt. Ich kriege halt von wildfremden Leuten Zuspruch und Anteilnahme. Und das ist irgendwie, hilft mir das durchzustehen. Ja, ich glaube, das geht vielen so. Also nicht umsonst haben viele einen Blog. Oder auch auf Instagram, warum posten so viele Leid? Weil ich denke, ich finde es traurig, aber es sagt so viel über die Gesellschaft aus,
weil im nahen Umfeld haben die meisten doch keine oder nicht genügend mitfühlende Leute anscheinend. Also ich bin noch nicht so weit, also ich kann das nicht ja, so. Ja, ist ja auch gut, da hast du ja auch irgendwie einen Austausch. Ja, ja. Ne? Du hast ja einen Austausch mit den absolut, mit anderen Erkrankten. Aber das ist halt, ich finde das halt total wichtig. Und ich bin auch einfach ohne Krankheit schon sehr kommunikativ gewesen. Und jetzt sind die Rheinländer aus. Krankheit ist einfach, ich gehe ja jetzt nicht raus auf die Straße und jeder, der mich irgendwie, den ich neu kennenlerne, dem erzähle ich das. So ist das ja nicht. Aber ich glaube auch, und das habe ich auch mit dem Psychologen besprochen, auch so ein Typ, ich bin eher so der Macher. Also ich mache immer lieber selber, bevor ich irgendjemanden frage. Mhm. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, deswegen auch gehen die Kleinen auch jetzt seit dem 11. Mai in die Kita, wo ich halt einfach gemerkt habe, ist entweder ich sterbe an Corona oder ich sterbe an Erschöpfung oder an Überlastung. Und dann war halt irgendwann die Abwägung. Ja. Ne? Bringe ich sie dahin? Ne? Und deswegen sind sie jetzt da. Und das ist nämlich für alle jetzt erstmal die gute Entscheidung. Ja, und man muss, wie gesagt, auf die Masse bezogen, weiß nicht, ob das so viele sind. Und man muss auch so daran gehen, weil sonst dreht man ja selber durch. Das ist auch ein interessanter Ansatz, weil viele sagen ja auch Corona, Immunsystem, unser Immunsystem ist ja auch angeschlagen. Immuntherapie, also das Immunsystem ist auch in der Schulmedizin immer bedeutender, nicht nur in einer ganzheitlichen. Mhm. Wie siehst du das denn auch wenn du Zahnärztin bist? Es gibt ja auch schon ganzheitliche Zahnärzte. Hast du da einen anderen Ansatz jetzt dazu bekommen oder einen anderen Blickwinkel? Meinst du jetzt in Bezug auf Corona oder siehst du das? Insgesamt auch. Also überhaupt die Medizin. Oder auch wenn du sagst, ich bin Zahnärztin, also gehe ich jetzt anders dran. Also meine Zahnärztin, die jetzt zum Beispiel nicht 85 Antibiosen am Tag verschrieben hat. Also ich habe immer versucht, das ist auch so ein Thema, so die Waage zu halten. Und in der Zahnmedizin ist es ja oft so, dass wir haben ja ganz viel zu tun mit Angstpatienten. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich immer einen sehr guten Draht hatte, genau zu diesen Leuten. Und die dann auch immer gerne zu mir gekommen sind, weil ich ihnen so die Angst genommen habe. Mhm. Also reden ist ja da ganz wichtig. Das werde ich jetzt auch weiterhin machen. Und dass man so den Menschen vor sich hat und nicht nur das Gebiss. Das war bei mir immer schon so, aber ich glaube, das ist verstärkt so. Ja. Und einer meiner Gründe, also ich möchte gerne arbeiten, aber einer meiner Probleme, wieder arbeiten zu gehen, war auch genau das, diese Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Und wenn ich die Anamnese lese, was hat der denn? Hatte der schon Krebs? Ne? Also ich bin viel sensibler geworden. Ich war immer eher so knallhart und tough und habe das immer so durchgezogen. Mhm. Und mir gehen viele Dinge sehr, sehr nah. Jetzt ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber das jetzt zum Beispiel, was da mit den Kindern passiert ist, mit den Pädophilen und mit dem Kind im Kindergarten, das kann ich gar nicht mehr vertragen. Also ich finde, das ist kann ich nicht lesen. Unfassbar. Und das wäre, früher hätte ich mich das auch getroffen, aber weil seitdem ich so Kontakt mit dieser Endlichkeit habe, meiner eigenen Endlichkeit oder dass überhaupt alle sterben, das ist einem ja nicht so bewusst, wenn man jung ist. Und das ist ein Punkt, der mir sehr nahe geht und deswegen habe ich sehr großen Respekt davor, wieder in diese Praxis zu gehen und da wieder die taffe Zahnärztin zu sein, die irgendwie dem Patienten erzählt, was das denn für Möglichkeiten gibt und dass es ja alles easy ist und es ist halt alles nicht immer so easy. Und das war früher so. So war ich früher. So, was ist das Problem? Komm, wir machen das. Fertig. Okay. Und das deswegen, und mit der Zahnmedizin ganzheitlich haben wir ja auch viele Ansätze. Ne? Also wir machen eine Hypnose und sowas. Und Lachgas ist ja jetzt auch immer mehr. Das ist jetzt nicht unbedingt ganzheitlich. Aber auf jeden Fall versuchen wir schon, den Patienten immer so als Ganzes zu sehen und auf ihn einzugehen und individuell ihn zu behandeln. Mhm. Und ich freue mich auch darauf. Ne? Also ich bin schon durch und durch auch Medizinerin so von meinem ganzen Sein und Herzen und so weiter. Aber es hat halt sehr, sehr viel gemacht. Diese ganzen Rückschläge, diese ganzen Rezidive haben sehr mein Urvertrauen erschüttert und mein Vertrauen darin, dass am Ende alles gut wird. Und das ist, glaube ich, ein harter Weg, das zurückzubekommen. Und ich hoffe, ich erlange es wieder. Also ich hoffe, es nimmt irgendwie einen guten Weg. Ja. Ich wünsche es dir so sehr. Also ich finde auch, du hast ja auch einen wahnsinnig außergewöhnlichen Krebs, mit dem du da konfrontiert bist. Also das ich kann nur hoffen, dass die Forschung halt, obwohl es so selten ist, da irgendwie dranbleibt. Ne? Also, dass das Interesse der Forschung auch da
drin liegt, das weiter zu erforschen. Und vielleicht gibt es ja, es gibt ja diese ganz neue Immuntherapieart mit diesem Cat4 oder keine Ahnung, wo die irgendwas ausschneiden aus der, weiß der Kuckuck, ich kann das auch nicht richtig erklären. Auf jeden Fall gibt es ja so viel in der Pipeline. Und ich werde diesen Satz, habe ich so im Ohr von meinem Oberarzt. Ja. Der ist auch wirklich ein ganz toller und der sagt immer, Luise, halten Sie durch. Es ist so viel in der Mache. Und das hat er schon letztes Jahr zu mir gesagt. Da war noch nicht mal klar, dass ich noch so viel vor mir habe. Ne? Und er hat halt gesagt, halten Sie durch. Sie müssen, ne, wer weiß, was noch alles kommt. Ja. Ja. Das ist ja schon mal ein besserer Ansatz, weil ich glaube, früher hätten sie dir eine Prognose gegeben. Da hätten sie sich ja Gott sei Dank gedeckt mit sowas. Das ist ja nicht mehr so gang und gäbe, einem so eine Prognose zu geben. Ja. Aber ich weiß noch, wie ich halt in der ersten, oder ich hatte eigentlich immer nette Ärzte, aber ich hatte halt einen, der hat es auch nicht böse gemeint oder so. Ne? Der war auch sehr, sehr engagiert, was mich angeht und so, hat mich auch um 7:30 abends angerufen und so. Fragen Sie noch mal die Gynäkologen, ob wir nicht die Eierstöcke retten können und sowas, ne? Weil die waren halt im Strahlenfeld. Und der meinte dann zu mir, aber wenn wir das jetzt nicht ganz komplett wegkriegen, dann können wir es auch aufhalten. Und ich meine, mit einer 32-Jährigen was von Aufhalten erzählen. Und es ist einfach, na klar, das war die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Aber es ist so unerträglich. Meine Mutter saß daneben, die ist fast vom Stuhl gefallen und die ist Ärztin. Ja. Und das ist halt, das macht man halt einfach nicht. Ne? Also, und ich das war einfach so schrecklich. Nee. Und er ist, ne, und ich, wie gesagt, Empathie kann man nicht studieren. Würde, würde ich mit dem netten Plausch halten und ihm erzählen, was ich alles schon, weiß der ja, ne, der kennt ja meine Akte, was ich jetzt mache und so. Aber in dem Moment dachte ich so, wie kann der das sagen? Und dann war ich so erschüttert, dass das durch die ganze Abteilung ging. Und dann kam der tatsächlich zu mir ins Zimmer und ins Krankenhaus und meinte, ja, ich wollte Sie nicht verunsichern und ich verspreche Ihnen, dass Sie das Abitur von Sophia erleben. Und da habe ich ihn so angeguckt und meinte so, das ist ja ganz lieb, dass Sie das sagen, aber das müssen Sie gar nicht. Das können Sie ja auch gar nicht. Ne? Aber weißt du, so beide Extreme sind ja Blödsinn. Ne? Ja, also er wollte das dann irgendwie wieder gut machen. Ich verstehe schon, ja. Ja, wie soll ich sagen? Es war irgendwie, es ist einfach schwierig, ne? Ja, es ist schwierig. Ja. Es ist sehr schwierig. Es ist ein schwieriges Test, glaube ich, das, was wir als Krebskranke wirklich. Ja. Es gibt ja auch so schon Psycho-Onkologen von ehemaligen. Onkoloze. Ich glaube, das gibt es bei euch in Rheinland vor allen Dingen, ne? Die selber krebskrank waren. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Sache. Also, die können, ich sage dir ganz ehrlich, das kann einfach keiner nachempfinden. Ich sage ja selber, ich war vor 2 Jahren auch noch auf der anderen Seite und hatte krebskrank und wusste nicht damit umzugehen. Also musste mir nicht sagen. Aber ich versuche ja auch durch meine Offenheit den Menschen entgegenzukommen. Aber trotzdem erreichst du damit nicht viel. Also es ist einfach, ein schwieriges Thema. Ja, wobei, fürs Umfeld. Ich habe ja das Glück. Für Ärzte, Also für meinen Vater zum Beispiel, der ist halt nicht vom Fach, nur mein Stiefvater. Und mein Vater, der ist so eher so gestrickt, jetzt haben wir das so gemacht und dann ist doch gut. Ne? Also er versucht das natürlich dann sich selbst so auch so schön zu reden. Dann habe ich gesagt, das hoffen wir alle. Ne? Aber der ist halt eher so, der möchte dann halt jetzt hören, jetzt hat die Luise das doch alles so gemacht und dann ist es doch auch wieder gut. Ja, wenn das so wäre, das wäre halt das Tolle. Und das ist aber das Tückische an dieser Krankheit, ne? Dass das niemand weiß. Und das ist halt so gemein. Wobei ich da echt, ich weiß nicht, ob du dir einen Podcast angehört hast, auch von der Isabella. Ja. Ich glaube da wirklich auch an mentaler Kraft. Ich meine, die hast du auch durch deine Stärke, aber im Unterbewusstsein läuft noch viel mehr ab. Und da kann man viel, ist natürlich schwer mit 3 Kindern das im Alltag umzusetzen. Ja, da habe ich noch ganz kurz, das war nämlich so, das mag sein. Keine Hektik, alles gut. Nach meiner ersten Diagnose in 18 war ich ja in Kur. Und irgendwie, glaube ich, da fing das mit den Wechseljahren an, also dass ich so Schweißausbrüche gekriegt habe. Und bevor die das eingestellt haben, also mit so Gel, habe ich mich wahnsinnig viel, warum auch immer, mit dem Holocaust beschäftigt. Und ich bin ja, habe ja Abi, ne? Also ich meine, ich weiß eigentlich genug darüber. Aber ich habe mich nicht damit beschäftigt im Sinne von was war wann, sondern tatsächlich mit so Schicksalen. Also es gibt so Filme von so Dokumentarfilmen, die sind auch schon 30 Jahre alt.
und von Claude Lanzmann und so weiter. Und ich habe mich da auch so aus. Extrem damit beschäftigt. Und ich glaube, das war natürlich wahnsinnig schlecht für meine Seele. Ne? Also das hat mich unheimlich runtergezogen und unheimlich traurig gemacht. Mhm. Und ich habe das dann auch versucht zu ergründen, wieso ich das gemacht habe. Und dann meinte der Psycho-Onkologe, naja, vielleicht wolltest du irgendwie sehen, dein Schicksal ist schlimm, du bist schlimm dran, aber es gibt noch Dinge, die sind noch viel schlimmer, so ungefähr, um davon so abzulenken, sich damit nicht zu beschäftigen. Ja? Wobei, kennst du, was ist mein Thema, ich bin ja auch sehr mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Kennst du Viktor Frankl, sagt dir der was? Das ist vielleicht, ich habe das Buch jetzt hier, weil da erzählt jeder von. Ja. Der hatte das KZ überlebt und der ist, ich weiß nicht, der Psychologe, nicht mehr das, aber der hat gezeigt, dass mentale Arbeit, dass du in der schlimmsten Situation dir das Beste vorstellen kannst. Und das ist alles auch neurowissenschaftlich bewiesen. Ja, ja, verstehe. Also da kann ich jetzt nicht tiefer reingehen. Und ich bin auch nicht so jemand, der das gut darstellen kann. Das ist nur mein Thema, mit dem ich mich nur beschäftige. Ja. Und auch intensivst arbeite dran, mehr denn je, gerade durch Corona. Ja. Weil du gerade das sagtest mit dem Holocaust. Frankl, weil das ist, schreib das mal auf Viktor Frankl. Vielleicht ist das, weil der das nochmal umdrehen könnte, diese Holocaust-Geschichten. Und was mir da spontan eingefallen ist, es gibt auch, ist auch wissenschaftlich ja schon bewiesen, dass es genetisch, also wir sind ja, meine Eltern sind ja auch, ich bin jetzt nicht aus der jüdischen Familie, meine Eltern haben noch den Zweiten Weltkrieg erlebt, mein Vater war, gut, er lebt nicht mehr, der war in der HJ. Also man sagt ja auch, dass genetisch kann man das feststellen, dass der auch was genetisches verändert ist, gell? Also in den Genen. Das habe ich auch so Schockerlebnisse und so. Wenn es danach geht, also da habe ich auch schon gedacht, also das wundert mich nicht, dass ich den Krebs bekommen habe, ehrlich gesagt. Also weil tatsächlich ist es so, dass meine Großmutter den Krieg noch erlebt hat als 10-Jährige. Also meine Oma ist halt noch sehr jung, die ist jetzt 86. Mhm. Also meine Mutter ist 65, die hat die sehr jung bekommen. Das heißt, wie so eine Familientragödie, ne? Mhm. Genau, also sprich, ne, Kriegskind und meine Eltern sind aus der DDR. Mein Vater wurde sogar inhaftiert wegen Republikflucht. Also ich will sagen, da ist sehr viel auf dem Konto dieser Familie. Und wahrscheinlich auch dann irgendwie in den Gen. Also viel Stress und viel Kummer und viel Sorgen. Und ich habe schon überlegt, ob ich... Ja. Wie du ja auch sagst, ich wirke ja recht stark, ne? Dass ich die Person bin, die das irgendwie austrägt. Ja, ich weiß es. Ne? Ja. Ja, nee. Ich also würde ich jetzt sofort sagen, ich bin keine Ärztin, aber ich habe mich damit beschäftigt. Und wie gesagt, es ist wissenschaftlich, dass ich quasi das Ventil bin von dieser Familie. Ist möglich. Habe ich auch schon gedacht, weil also so viele Schicksale, so viele Schicksalsschläge und so viele Probleme und so, die in unserer Familie waren, ist schon gehäuft. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz für mich, aber wie gesagt, ich beschäftige mich auch nicht umsonst mit den ganzen Sachen, ist mir alles Ja, aber es ist ja so. Nach der Diagnose hätte ich mich sonst auch nicht mit beschäftigt. Ich könnte da noch weiter ausholen, aber ich gehe in viele Richtungen und das ist immer so schwierig. Nee, wissenschaftlich. Ich betone immer das Wissenschaftliche, weil sonst ist man schnell in dieser. Ja. Du bist ein Wissenschaftler. Ich bin zwar auch spiritueller geworden, aber das ist nicht jedermanns Sache und das ist vollkommen okay. Aber man kann ja auch nicht einfach sagen, dein Immunsystem hat die 3 Schwangerschaften nicht vertragen. Ja, gut, ich kenne Frauen, die kriegen 4 Kinder, die haben auch nicht gleich einen metastasierten Krebs. Ne? Also so einfach ist es nicht. Nee, also Gott bewahre. Ja, genau. Sprüche hört man viele, Ratschläge sind Ausschläge, gell? Ja, die Leute wissen es immer alle besser, gell? Aber stecken selber nicht drin. Das kann man natürlich leicht sagen. Und immer so diese, ich finde es ja auch immer so heikel. Ich habe mich noch nicht schlecht ernährt. Ja, schlecht ernährt. Ich bin völlig normal, schlecht kriegen keinen Krebs. Also das ist es nicht, auf keinen Fall. Ja. Eben. Ja gut. Ja. Ja du, ich war kein Kettenraucher. Also, oder hab im Bergwerk gearbeitet oder wo auch immer. Also, aber wegen der Impfung, also das sollte man machen. Und ich habe auch mich tatsächlich noch impfen lassen, weil die Immunologen da so ein bisschen kontrovers diskutieren, dass ich da nicht doch noch von profitieren könnte, ne? Dass das Immunsystem nochmal so angeditscht wird. Also auf jeden Fall Gardasil 9
Kann ich nur empfehlen. Okay. Sollte man tun. Das ist diese Impfung, meinst du, die Kinder auch machen sollen oder sollen die eigentlich Erwachsene auch noch machen? Umso geringer ist die Immunantwort. Ne, aber ich habe es noch gemacht wegen meiner Vorgeschichte und ich kenne auch ein paar Freundinnen, die es gemacht haben, noch im Nachhinein wegen meiner Geschichte. Aber auf jeden Fall Jungs und Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren. Also das sollte man schon machen und ich hoffe auch, dass die Kinderärzte das empfehlen. Weil eigentlich ist das ja. Die empfehlen es. Ich bin jetzt, ganz ehrlich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin auch so ein Typ, der eher so Impfgegner ist. Ja. Also ich habe mein Kind in allen geimpft, aber inzwischen kritischer sehe und ich ehrlich gesagt bei dieser Impfung auch, aber wenn man natürlich sowas hört, also, schwenkt man ganz schnell also um. Mein Fall ist genau das. Das ist so jetzt nicht, dass wenn man sich nicht impft, so eine Erkrankung kriegt, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach wahnsinnig gering. Ja, natürlich. Und HPV-Impfung, Gardasil ist, also ich habe nichts davon bemerkt. Ich habe die bekommen und ich hatte noch nicht mal nichts, also nichts, wirklich nichts. Muss jeder selber wissen, ne? Ich werde niemanden da missionieren. Ich kann halt nur sagen, dass die Errungenschaften, also warum nicht die Errungenschaften der Medizin annehmen, ne, wenn es sie gibt. Also deswegen. Ja, klar. Ja, nee, aber natürlich. Das verstehe ich vollkommen. Da hast du auch vollkommen recht. Also das will ich ja gar nicht alles sagen. Das ist alles so. Alles hat Vor- und Nachteile und ist zweischneidig, egal. Es ist nicht nur die Medizin, es ist alles. Das ist definitiv so. Ich meine, ich pick mir ja auch irgendwie immer was raus und schaue für mich. Ja, klar. Und versuche mich zu informieren. Weiß ich. Was ich meine. So ist das. Ja, unglaublich. Ja, das ist eine wahnsinnige Geschichte und ich sag mal. Das denkst du dir wahrscheinlich selber, wenn du dich so reden hörst, weil das Ende, kann einem nur so gehen. Punkt, wo ich jetzt bin, das ist für mich auch. Aber, wie sage ich immer, eigentlich, das ist gut, wenn man es erzählt, um es zu verarbeiten, aber es ist dann noch besser, wenn man sagt, puh, Gott sei Dank liegt das hinter mir. Ne? Also Gott sei Dank muss ich das nicht nochmal durchstehen. Ja. Genau, das ist gut. Ja, und Gott sei Dank wusstest du nicht, was dich erwartet. Also das ist, glaube ich, das wenn man das vorher wüsste, und ich finde das aber toll, dass du es erzählt hast. Ich finde das so wichtig. Und jede Geschichte ist so unterschiedlich. Ja. Und ich wusste es auch nicht. Man hat das ja selber. Ja, es gibt Brustkrebs und es gibt den Krebs und den Krebs. Ist ja nicht so, dass man aber bei einer rektalen Blutung direkt an Krebs denken muss. Das können ja auch Hämorrhoiden sein. Und das ist ja auch viel wahrscheinlicher. Nur, wenn einem was komisch vorkommt. Und ich habe auch damals, weil es ging ja auch mal, deine Frage war ja, ob man schon mal komische Sachen mit Ärzten erlebt hat, ne? Es war so, dass ich als Kollegin zu einem Kollegen gehe und dem sage, ich habe da was. Und der guckt dann einmal schnell rein und bestellt mich auch nicht nochmal ein und sagt dann, nö, da ist nichts. Und ich vertraue der Sache. Und über ein Jahr später habe ich dann meinen dicken metastasierten Krebs. Mhm. Und andererseits hätte ich dann meine Tochter nicht gehabt, hätte er genauer geguckt. Ja, das ist hat alles zwei Seiten. Aber ja, wobei das ist auch die Ärzte sind das schon, Entschuldigung, ich glaube, das ist auch das System, auch du kennst es besser. System in dem Sinne Krankenkassensystem, weil die kriegen nicht viel Geld, weißt du? Und das ist, glaube ich, erst ein Problem, weil wenn sie sich beim ersten Mal alle mehr Zeit nehmen würden oder könnten, weil sie finanziell dann auch über die Runden kommen mit ihrer Praxis, mit ihren Praxiskosten, weil die Krankenkasse gescheit zahlt, aber nein. Ist halt nicht. Und läuft vieles falsch. Also da müsste man ansetzen. Kurz nach der Diagnose und nachdem klar war, was alles ist, habe ich ihn dann aber angeschrieben und er hatte noch nicht mal aufgeschrieben, dass ich da war. Ja. Weil es halt so zwischendurch war und dann hat er mich aber angerufen und hat halt gesagt, es tut ihm so leid und er hat jetzt nochmal mit dem Team gesprochen und eigentlich ist er ja genau seine Praxis dafür da, genau diese Art Krebs zu verhindern. Ne, ja, das ist ein großes Zentrum und es tat ihm so leid und er weiß gar nicht, das war nach der ersten Diagnose, der weiß gar nicht, was ich jetzt noch alles hinter mir habe, aber das war mir halt total wichtig, weil dem wird das nicht nochmal passieren. Also bei jeder unklaren Sache guckt er lieber nochmal zweimal hin, da bin ich sicher. Ja. Ne, also, ja, hoffentlich. Ja, das weiß ich nicht, ob das mal hattest du Rückenschmerzen, oder? Ja, es ist
Ja, und das hat auch, also ich hatte auch, ähnlich wie bei dir, ich hatte ein Jahr vorher schon Bandscheibenvorfall, ja. Und ich glaube, aber gut, eine Mikrometastase kannst du nicht sehen, weil da habe ich, ja, schon MRT? Ja, glaube ich schon. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich bin so vergesslich. Und ein Jahr später haben sie mich aber auch, ja, die ganze Zeit geschoben und der hat sein Standardprogramm, weißt du, Spritze hier rein und da rein, weißt du, anstatt das mal zu röntgen oder so. Klar, ich bin auch kein Fan vom Röntgen oder Bestrahlen, aber immer gleich, also ich hatte einen Bandscheibenvorfall, das ist dasselbe. Klar, man muss auch nicht vom Schlimmsten ausgehen. Also ja, hätte ich ja nun auch nicht gedacht. Dass nee, macht man ja nicht. Wer denkt das schon mal aus den Schmerzen? Also so negativ denke ich nun auch nicht. Ich gehe ja eh schnell zum Arzt. Das ist ja eh schon mal ganz gut, dass ich so lieber leicht Hypochonder, aber ja, da kann man drüber. Was wäre, wenn, bringt eigentlich nicht weiter. Es ist so, wir müssen damit leben und das Beste draus machen und vielleicht ist das Buch was für dich und ich wünsche dir echt alles Gute, dass du auch wieder arbeiten kannst, dass sich das normalisiert, dass du ja weiterhin deine Kraft behältst und das ist einfach, ja, vom Herzen wünsche ich dir, es wird besser. Also glaub von Herzen dran, die werden was finden und weiter so und dass du noch das gut und lange lebst und wie normal und es geht auch. Ich glaube auch daran, ich glaube ja auch sehr an Heilung. Also es auch möglich ist, dass es eine Heilung gibt. Und das ist halt etwas, was ich, also eine Remission und dann irgendwann verwandelt sich eine Remission, ist ja dann irgendwann eine Heilung. Ne? Daran glaube ich auch ganz fest und hoffe es auch ganz fest. Und ich wünsche dir das auch, dass das alles noch lange geht, bis ins Großmutteralter, dass wir dann alle irgendwann zurückblicken und das war dann irgendwie ein ganz düsteres Kapitel unseres Lebens. Ne? Ja. Ja. Dankeschön. Das wünsche ich dir. Ich werde deinen Blog auf jeden Fall verfolgen und wünsche dir alles Gute und lass dir auch mal Schwäche zu. Gut, liebe du hast echt eine unheimliche Power. Ja. Bald, hoffentlich. Ja, und danke dir. Also. Genau, und danke dir für die hoffe Plattform. Ich. Irgendwo, irgendwann. Ja. Irgendwie. Ja, dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ich danke dir dafür. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich bitte euch, verteilt weiterhin diesen Podcast, dass dieser viele Menschen erreicht und einfach unterstützt, aber auch aufklärt und ein bisschen das Thema Krebs enttabuisiert. Vielen Dank. Thank you.